Katastrophe, Schwester, der Meier dreht völlig durch. Sie müssen sofort mitkommen, sonst geschieht ein Unglück, bitte. Langsam, langsam, was ist denn los? Vorhin im Radio kamen die Lottozahlen. Der Meier hat 6 richtige und Superzahl. Was? Ja, der Wahnsinnige. Ja, aber wo ist das Problem? Sein Hirn verkraftet es nicht. Ich meine, wer kann sich schon eine Zahl mit 6 Nullen vorstellen bei unserem mickrigen Gehalt? Na, und der Meier schon gleich 3-mal nicht, wo er doch jeden Cent seiner Frau abgeben muss. Bitte, Sie müssen mitkommen und ihn zur Vernunft bringen. Ich hab meinen Prüfer verschossen. Polizei, um diese Zeit, was ist? Schon gut, ich muss noch mal los. Geht wieder schlafen. Und ich dachte schon, Sie haben Resi gefunden. Und bringen Sie zurück mit Martinshorn und Blaulicht. Also wirklich Felicitas. Der Shampoo ist vom Chef. Den hat er zu seinem 20. Dienstjubiläum bekommen. Was soll's? Ich schenke ihm eine neue. Was sag ich? Eine ganze Kiste. Meier, tun Sie nichts, was Ihnen später leid tun könnte? Überhaupt Alkohol im Dienst. Meier, wir haben Nachtschicht. Um die Zeit passiert in dem Kaff sowieso nichts. Also, reg dich ab, hol lieber 3 Gläser. Weil jetzt wird gefeiert. Herr Meier. 6 richtige, Schwester. Und Zusatzzahl. Vor Ihnen steht der erste Lotto-Millionär Kaltentals. So, jetzt reicht es. Gib die Pulle her, das ist ja... Nein, jetzt lass mich. Du bist ja nur neidisch. Herr mein Schatz, jetzt bleiben Sie mal auf dem Teppich. Feiern können Sie doch auch morgen noch. Und überhaupt, Geld ist nicht alles. Ja. Und auch die Lottogewinne haben es in sich. Die haben selten jemandem Glück gebracht. Jetzt hören Sie endlich auf, mir die gute Stimmung zu vermiesen. Herrgott noch mal. Einmal im Leben habe ich Glück. Also, hoch die Tassen. Ah. Na gut. Dann eben nicht. Prost, Meier. Prost, Herr Meier. Schwester. Schwester, bitte. Prost, Schwester. 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 Prost, Trude. Naja, ja doch. Schwester. Schwester, bitte, Sie können mich doch jetzt nicht im Stich lassen. Reden ist doch da völlig sinnlos. Sperren Sie ihn halt in eine Ausnüchterungszelle. Aber fahren Sie mich jetzt bitte nach Hause. Ich habe morgen einen schweren Tag. Sagen Sie bloß, Sie sind schon im Büro. Vor mir? Das war ja noch nie da. Jetzt hören Sie auf zu labern. Sagen Sie mir lieber, wie ich in Ihren Computer komme. Was? Sagen Sie bloß, Sie sind an meinem Computer. Herr Weller, ich flehe Sie an. Ja, Moment mal, das ist nicht Ihr Computer, ja? Der gehört der Gemeinde und vor allem mir. Wer sagt's denn? Jetzt haben wir's. Kennwort eingeben. Was haben wir für ein Kennwort? Herr Weller, Finger weg. Problembericht senden. Brauchen wir das? Jetzt haben Sie es geschafft. Was? Er ist abgestürzt. Ja, ich wollte doch nur auf diese Webseite von dem... Machen Sie uns einen Kaffee. Von dem Ahnenforscher, ja, der gestern im Fernsehen war. Hoffentlich haben Sie nicht die Sitzungsprotokolle gelöscht. Ja, wo ist denn der Kaffee? Dass ich gestern Abend bis in die Puppen getippt habe. Wo der Kaffee ist. Ja, dann machen Sie keinen Kaffee und gehen Sie in Ihr Büro. Beten Sie zu Gott, dass ich Erwin wieder zum Laufen bringe. Erwin? Ihr Computer heißt Erwin? Ja, was dagegen? Nein. Aber wenn Computer schon Erwin heißt, ja, dann wundert mich gar nichts mehr. Ja, und wenn jemand schon Wolfgang heißt, dann wundert mich auch schon nichts mehr. Nein? Nein. Sehr witzig. Also ich bin in meiner Firma, die Freifrau ist aus England zurück. Die bringt ihren Wagen vorbei. Ihre Ventile klappern. Ah ja. Servus. Wolfgang. Sorry, ich bin schon weg. Ich habe die Steuerfahndung im Haus. Was? Ja. Na, bravo. Irgendjemand muss mich bei dem Feuchtwanger angeschwärzt haben. Und 3-mal darfst du raten, wer. Ja, wer? Naja, diese neue Nonne. Schwester Hanna. Ist doch eine ganz Linke. Also,
Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Ach, jetzt hör auf, komm. Heutzutage hat doch jeder Schwarzgeld. Auf jeden Fall kannst du mit mir nicht mehr rechnen, was den Kauf des Klosters betrifft. Sag mal, spinnst du? Wo soll ich dann die Million hernehmen? Das kann ich dir auch nicht sagen, aber du musst mich aus dem Vertrag rauslassen, koste es, was es wolle. Verstehst du, wenn die was finden, das geht in die Hunderttausende, also lass dir was einfallen. Einfallen? Was denn? Per Gerichtsbeschluss die Million aus deinen Rippen schneiden lassen, oder was? Das würde ich schön bleiben lassen an deiner Stelle, sonst lasse ich dich auch hochgehen. Und dein Laden, der hat für viel mehr Dreck am Stecken als meiner. Hermann, werd nicht zum Judas! Ich ahne schon, wer das ist. Wer? Die Mutter Oberin. Sonst ruft hier doch keiner an. Warum geht denn keiner ans Telefon? Kloster Kaltental, Schwester Hanna? Ich bin Schwester Hildegard. Ich wollte Sie an Ihren Termin bei der Mutter Oberin heute erinnern. Ach so, ja, aber das passt mir heute gar nicht. Ich kann Ihnen nur raten, zu erscheinen. Die Zündschnur der Mutter Oberin ist, was Sie betrifft, ziemlich kurz. Und seien Sie pünktlich, um 11 hat sie schon den nächsten Termin. Also gut, danke, Schwester. Bitte, gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Ich habe heute einen Brief vom Jugendamt bekommen. Es haben sich doch tatsächlich 7 Interessenten gemeldet. Für ihre Tanzschule? Ja, ist das nicht toll? Aber wollen wir das blöde Sie nicht lassen? Ich weiß, ihr kennt euch schon so lange und ich bin hier die Neue. Ja, natürlich. Ich hätte das ja schon längstens angeregt, aber ich habe gedacht, naja. Also ich glaube, ihr habt eine völlig falsche Vorstellung von mir. Nur weil ich aus Berlin komme und vielleicht ein bisschen anders bin, als man von einer Nonne erwartet, bin ich doch nicht eingebildet oder was Besseres. Trotzdem, wieso Tanzschule? Sie haben doch, ich meine, du hast doch nicht vor, hier Bälle für einsame Herzen zu veranstalten. Auch eine gute Idee. Es gibt so viele einsame Herzen. Nein, nein, hier geht es um Kinder zwischen 10 und 14 aus Problemfamilien. Ich will die von der Straße wegholen und ihnen eine Perspektive zeigen, dass es auch noch was anderes gibt außer Computerspiele oder MP3-Player. Also ich finde das richtig gut. Was ist denn das für ein Ding? Na, MT-Bleidreher. Ach, ein Anspitzer. Ja. Felicitas, und für dich habe ich auch eine Idee. Ich kann nicht tanzen. Nein. Wir machen eine Beratungsstelle auf für Menschen, die keine Krankenversicherung haben. Beratungsstelle? Ja. Aber natürlich, Felicitas, mit deiner Erfahrung, das wäre doch toll. Es ist dir ja sogar gelungen, meine Stigmatisierung zu heilen. Deine eingebildete. Stigmatisierung? Agnes hatte wunde Stellen an den Handflächen. Sehr lustig. Hier, ein bisschen sieht man immer noch. Ja, und was war's? Ja, das ist es ja, das weiß man eben noch gar nicht so genau. Quatsch! Das war die Apfelmaschine für den Klostergeist, die war kaputt und Agnes musste das Ganze mit der Hand abfüllen. Pumpen immer rechts und links. Ob das mit der Praxis überhaupt erlaubt ist? Ach so, deshalb nennen wir es ja Beratungsstelle. Ich muss los, sonst kriege ich Ärger mit der Mutter Oberin und ich möchte vorher noch nach Gina schauen. Oh, Gina geht es schon viel besser. Sie will nur niemanden anstecken mit ihrer Grippe. Herr Meier, na, wieder nüchtern? Katastrophe, Schwester. Bitte, Sie müssen mir helfen. Ich weiß sonst nicht, an wen ich mich wenden soll. Was ist denn passiert? Als Sie gestern weg waren und ich mitten beim Feiern war, da taucht, wie es der Teufel will, ausgerechnet der Chef auf. Dienststellenleiter Wolfram und macht mich zur Schnecke wegen seinem Champagner. Da habe ich ihm meinen Dienstausweis vor die Füße geschmissen und habe den Dienst quittiert. Ei, naja, aber mit den 3 Millionen, die Sie gewonnen haben, haben Sie doch ausgesorgt, oder? Die 4, 16, 19, 27, 35, 49, Zusatzzahl 6 haben außer mir noch 21 andere getippt. Ich krieg nur 132.044 Cent. Heute früh bin ich natürlich sofort ins Revier und wollte mich beim Chef für meinen Ausrutscher entschuldigen und die Kündigung zurückziehen. Aber er hat den Vorgang schon nach München geschickt, will mich nicht wieder zurückkommen lassen. Ach du Schande. Sie müssen mit dem Mann reden, Schwester. Ich liebe meinen Beruf und
Ich bin halt Sekt nicht gewöhnt. Also passen Sie auf. Sie gehen jetzt in die Küche und beruhigen sich wieder. Herr Meier, lassen Sie sich von Agnes einen schönen Tee machen und dann sehen wir weiter, ja? Ich bin gleich wieder da. Ja? Na? Ingrid meint, es geht dir schon wieder besser? Agnes Tee wirkt Wunder. Sie brauchen sich keine Sorgen um mich machen. Morgen bin ich bestimmt wieder fit. Wir haben unten eben beschlossen, uns zu duzen. Gerne. Gina. Willst du mit mir reden über das, was dich bedrückt? Es ist nichts. Ich muss damit alleine fertig werden. Hat Ingrid irgendwas gesagt? Nein. Bitte, Gina. Dazu bin ich doch da, dass ich dir helfe. Ich weiß. Aber ich muss alleine damit fertig werden. Wissen die anderen auch, dass ich nicht wirklich krank bin? Nein. Ich musste einfach mal alleine sein, für mich. Der ganze Stress in der Gemeinde und überhaupt. Kann ich das mitnehmen? Ja. Danke. So, Herr Meier, das ist ein Kräutertee mit von mir selbst gesammelten Kräutern. Den mache ich auch immer der Mutter Oberin, wenn ihr mal wieder die Nerven durchgehen. Sie werden sehen, es geht Ihnen bald besser. Bestimmt. Gott zum Gruße. Grüß Gott. Meier, was ist mit Ihnen los? Guten Morgen, Herr Wöller. Guten Morgen ist gut, ja. Seit Sie in der Stadt sind, erlebe ich keinen einzigen guten Morgen, weil ich jeden Morgen mit Kopfschmerzen aufwachen muss. Bei Ihren Ess- und Trinkgewohnheiten dürfte das kaum an mir liegen. Aber was kann ich für Sie tun? Und bitte in Kürze, ich muss nach München. Okay. Haben Sie denn Huber beim Finanzamt angezeigt? Was? Ja, kürzer geht's nicht. Ich erwarte ein klares Ja oder Nein und keine salbungsvollen Ausflüchte. Nein. Und das soll ich Ihnen glauben? Nach all den Tiraden, die Sie abgedrückt haben, von wegen sozialer Ungerechtigkeit und so weiter und so fort. Ob Sie mir glauben oder nicht, ist mir mit Verlaub egal, aber entschuldigen Sie mich. Na gut, es gibt Mittel und Wege, das herauszufinden. Und sollte sich herausstellen, dass Sie direkt oder indirekt damit zu tun haben, dann können Sie ja alle die Koffer packen. Das Kloster gehört immer noch uns. Rein theoretisch. Praktisch gehört es nach der Gemeinderatssitzung um 15 Uhr der Gemeinde. Mir fehlt ja nur noch eine publische Stimme. Und dann heißt es, Kaufvertrag ratifizieren und dann, gute Nacht, du mein schönes Heimatland. 15 Uhr? So ist es. Ganz ehrlich, haben Sie den Feuchtfanger auf den Huber gehetzt? Nein. Aber da Sie schon mal hier sind, der Herr Meier hat ein Problem, welches Sie sicher mit Leichtigkeit aus der Welt schaffen können. Also entschuldigen Sie mal, Herr Meier steht bei mir auf der Prioritätsliste ganz unten und das auf Seite 17, aber das weiß ja Herr Meier selber. Herr Meier hat 6 Richtige im Lotto plus Superzahl. Und ich bin der neue Papst? Na ja, es war. Was? Bitte? Der hat diesen 3 Millionen Jackpot geknackt? Herr Meier, sagen Sie, dass das nicht wahr ist? Doch, das ist wahr. Und ich spiele jede Woche Lotto. Mittwochs und Samstags. Systemwette für 100 Euro. Spiel 77, Superzahl. Ja, und dann kommen Sie, Dünnbrettbohrer, und ziehen diese 3 Millionen. Herr Meier, wie können Sie mir das antun? Jetzt lassen Sie mich halt ausreden. Er hat zwar 6 Richtige, aber leider nicht alleine. Die Zahlen haben außer mir noch 21 andere getippt. Und da bleiben für jeden nur 132.044 Cent übrig. Na Gott sei Dank. Es gibt also doch noch Gerechtigkeit auf dieser Welt. Nein, die gibt es nicht. Weil sein Chef hat ihn auch noch aus dem Dienst entlassen. Nein. Da kann ich im Halteverbot parken
und ab und zu ein Bierchen mehr trinken. Sie fahren, ich sitze hinten, gluck, gluck. Sie haben doch noch einen Führerschein, Meierlein. Jetzt machen Sie aber mal Pause, Herr Wöller. Das ist nicht komisch. Hier geht es um die Existenz eines Mitbürgers und Freundes. Was? Und Sie, mit Ihren Beziehungen, für Sie wäre es doch ein leichtes, die Sache wieder einzurenken. Ich soll mich für den Meier ins Zeug werfen? Ja. Ja, dem verdanke ich 3488 Strafzettel, seit ich in Amt und Würden bin. Mein Gott, Herr Wöller, vor dem Gesetz sind alle gleich und Herr Meier tut nur seine Pflicht. Also bei aller Liebe, Schwester, ja? Ohne mich. Das hat der Lottokönig sich selber eingebrockt, das kann er auch selber wieder auslöffeln. Guten Appetit. Herr Wöller. Schon gut. Bin schon gar nicht mehr da. Adios. Keine Sorge, Herr Meier, wir finden eine Lösung. Hm? Und weg. Zu mir ins Büro. Sie kennen sich doch mit Computer aus. Internet und so. Schon? Warum? Ja, setzen Sie sich hin. Gehen Sie ins Internet und suchen Sie mir die Webseite Professor Kussmaul, Ahnenforscher Heraldik. Ja, nehmen Sie Platz. Der war gestern im Fernsehen, ich sage Ihnen, faszinierend. Der Mann kann Ihren Stammbaum zurückverfolgen bis in die Steinzeit. Und was da alles rauskommt, wer mit wem im Bett war und vor allem diese Adeligen mit ihrem Recht prima noctis, das Recht der ersten Nacht, die konnten praktisch mit jeder Frau als erste in die Kiste hüpfen. Wie sagten Sie, heißt der Mensch? Kussmaul, Professor Doktor. Hier, Ahnenforschung und Heraldik. Erstellen Sie Ihren Stammbaum, genau das ist es. Da kann ich nicht rein. Da muss man sich erst anmelden und 300 Euro bezahlen. Wo ist das Problem? Hier, nehmen Sie meine Kreditkarte und ab die Post. Da ist ja die Freifrau. Machen Sie ruhig weiter. Ah, da sind Sie ja. Willkommen im Lande. Wie war's in London? Sie meinen in Wales? Wie immer Regen, Regen, nochmal Regen. Hm, Rain, verstehe. Und wann kann ich den Wagen wieder haben? Ach so, ja, also die Dichtung für die Ventile habe ich bereits bestellt, dauert 2 bis 3 Stunden. Aber auch nur, weil Sie es sind. Ich könnte natürlich heute Abend den Wagen persönlich vorbeibringen. Das ist nicht nötig, danke. Aber wenn Sie mich dann in der Stadt absetzen könnten, ich habe noch Besorgungen zu machen und ich muss zum Friseur, das ist englische Wetter. Ja, aber ich bitte Sie, Sie sehen doch großartig aus. Ja, wenn Sie mich einen ganz kleinen Augenblick entschuldigen, ich muss nur noch meinen Bediensteten Bescheid sagen. 3 Sekunden bin ich wieder da. Was macht ihr hier? Ist Schwester Lotte da? Nein, sie ist doch in Nigeria. Nigeria? Ja. Und wann kommt sie wieder? Überhaupt nicht. Sie hat die Missionsstation übernommen von Pater Roman. Oh, aber jetzt kommt doch erst mal rein. Ne? Aber du hast Glück, dass überhaupt jemand da ist. Felicitas und Agnes sind im Laden und Hanna ist bei der Mutter Oberin in München. Hanna? Ja, das ist die neue Lotte. Und wo ist dein Mann? Das ist eine lange Geschichte. Tut mir leid, ich habe im Stau gestanden, fast eine halbe Stunde. Sie haben Glück. Sie telefoniert noch mit Herrn Hoffmann. Ach. Ein Kaffee? Oh ja, das wäre toll, danke. Hoffmann, der Filmproduzent? Ja. Was ist jetzt eigentlich mit Ihrer Serie? Es schaut schlecht aus für Kaltental. Herr Wöller muss den Mann so vor den Kopf gestoßen haben, dass er sich weigert, dort zu drehen. Aber was wird denn aus dem Kloster? Das ist überhaupt kein Problem. Ich werde Sie in Lindau in unserem Stift avisieren. Bitte, überlegen Sie sich das noch mal. Hat Schwester Hanna Ihnen klargemacht, was das für unser Kloster Kaltental bedeutet? Ich meine, wenn Sie uns im Stich lassen. Na gut, ich höre dann von Ihnen. Danke. Ist Schwester Hanna endlich da? Sie kommt sofort.
Ah, Schwester Hanna, kommen Sie, kommen Sie. Bischof Rossbauer wird auch gleich da sein und es gibt viel zu besprechen. Gelobt sei Jesus Christus. Ewigkeit, setzen Sie sich. Da wir durch die Verlegung der Serie nach Lindau kein Druckmittel mehr in der Hand haben und Herr Wöller auf Erfüllung des Vertrags besteht, müssen wir wohl oder übel den Gegebenheiten ins Auge schauen. Ich habe mir auch Gedanken gemacht und mich ein bisschen im Rathaus umgehört. Einige der Gemeinderäte sind voll auf unserer Seite. Und heute Nachmittag ist eine Sitzung. Langsam, Schwester. Ich habe Sie nicht zu mir gebeten, damit Sie mir meine Entscheidungen abnehmen. Das war auch nicht meine Absicht. Sie sind jetzt über 3 Wochen in Kaltental. Meine Hoffnung, dass durch Ihre Anwesenheit dort etwas mehr Ruhe und Disziplin einkehren würden, hat sich leider nicht erfüllt. Nun ja, ich gebe zu, dass ich das alles etwas zu forsch angegangen bin. Aber ich bin von der Großstadt ein schnelleres Tempo gewöhnt. Ja, ja, ich weiß. Jeden Morgen mit dem Fahrrad über Wiesen und Felder zu sprinten. Ich will mich fit halten. Ich war Tänzerin, wie Sie wissen. Ich brauche Bewegung. Naja, Schwester Lotte hatte auch die fatale Angewohnheit, alles sehr eigenwillig anzugehen. Haben Sie die Steuerfahndung auf die Praktiken in der Baufirma seines Freundes Huber aufmerksam gemacht? Ich? Nein, wer sagt sowas? Herr Wöller hat mich heute früh angerufen und das am Rande erwähnt. Wie komme ich dazu? Das ist doch lächerlich. Na, da bin ich ja beruhigt. Gott schon grüße die Damen. Ich bin etwas früh dran, aber mein Terminkalender lässt mir keine andere Wahl. Bitte bleiben Sie doch sitzen. Ich will auch gar nicht lange stören. Ich nehme an, es geht um den Verkauf des Klosters. Ja. Trotz all meiner Überredungskünste ist es mir nicht gelungen, Herrn Hoffmann umzustimmen. Um das Projekt nicht völlig zu gefährden, habe ich ihm Lindau angeboten. Mit anderen Worten, Herr Wöller tritt nicht vom Vertrag zurück. Noch nicht. Es gibt allerdings einen Silberstreif am Horizont. Die Steuerfahndung nimmt gerade die vermutlich illegalen Praktiken in der Baufirma seines Freundes Huber unter die Lupe. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Huber Lust hat, 1 Million in eine Klosterruine zu investieren, bei den zu erwartenden Steuernachzahlungen und Geldstrafen. Das heißt, Wöller fehlt 1 Million von der Kaufsumme. Genau. Und ich glaube kaum, dass er sie von seinen Gemeinderäten genehmigt bekommt. Darf ich jetzt vielleicht doch meine Vorschläge zu Gehör bringen, die ich heute Nachmittag dem Gemeinderat unterbreiten möchte? Schwester Hanna, bitte. Aber warum nicht? Jede Idee ist uns in dieser vertrackten Situation willkommen. Aber wenn ich zuvor eine Tasse Kaffee haben könnte. Ohne Kekse, bitte. Ich bin auf Diät. Schwester Hildegard, einen Kaffee für seine Exzellenz ohne Kekse. Danke. Also, Schwester, was sind das für Ideen? Barbara, Gina. Dich schickt ein Engel. Das glaube ich nicht. Eher das Gegenteil. Wieso? Was ist los? Was ist mit dir? Bist du krank oder warum bist du nicht im Pfarrhaus? Ich bin auf dem Weg in die Kapelle. Kommst du mit? Sicher. Sag mal, ist die Neue nett? Sehr nett. Ja, sage mal, Brotbeck. Sie sind ja immer noch da. Entschuldigen Sie, aber diese Website ist der Wahnsinn. Wissen Sie, von wem die Brotbecks abstammen? Nein. Und ehrlich gesagt, es interessiert mich auch nicht. Stehen Sie auf, gehen Sie in die Werkstatt und erkundigen Sie sich, ob das Fahrzeug von der Freifrau schon fertig ist. Mein Urgroßvater war Kapellmeister in Salzburg und hat bei der Uraufführung von Mozarts Zauberflöte mitgespielt. Erste Geige. Aber hier spielen Sie die zweite Geige. Also, streichen Sie sich. Moment, aber vorher sagen Sie mir, wie das hier geht. Einfach zurück zur Homepage. Hier. Und da geben Sie Ihren Namen ein und den Ihrer Eltern und Großeltern. Und je weiter Sie zurückgehen, desto höher ist die Trefferquote. Verstehe. Autoswöller. Frau Laban. Erwin lebt wieder. Einen schönen Gruß an Ihren Erwin. Ich habe meinen eigenen Erwin. Aha. Es gibt da noch ein Problem mit dem Herrn Meier. Verschonen Sie mich mit Meier. Ja, das war's. Ende der Durchsage. Adios. Wöller. Sind Sie sicher? Ja. Mist, Schwester, jetzt ist der Meier nicht da. Aber der Chef müsste jede Sekunde aus München zurück sein. Wo ist Herr Meier denn hin? Der besorgt sich ein paar Umzugskartons für seine Plantage.
Mein Gott, das ist ein Drama. Tja. Wollen Sie einen Kaffee? Oh ja, gerne. Mit Milch, bitte. Ja, tja, so schnell wird man vom Millionär zum Arbeitslosen. So schlimm wird's hoffentlich nicht werden. Hat er denn wenigstens die Flasche Champagner von Ihrem Chef ersetzt? Tja, wie denn? Das war irgend so ein Jahrgangssekt. 400 Euro die Pulle. Die kriegst nicht an jeder Ecke. Ach du Schande. Dazu kommt noch Einbruch, Diebstahl, weil er die Schublade aufgebrochen hat, Alkohol im Dienst und danke. Beamtenbeleidigung. Naja, vielleicht hat Ihr Chef ja ein Einsehen, wenn er hört, dass Meier nur 132.000 gewonnen hat. Ihr Wort in Gottes Ohr. Grüß Gott, Schwester. Ja, wie? Die Topfpflanzen stehen ja noch immer hier. Hat Meier nicht gepackt? Nein, deswegen bin ich ja hier, Herr Wolfram. In dem Fall können Sie gleich wieder gehen. Herr Wolfram, bitte. Ich bin auch gleich wieder weg. Je nachdem, wie schnell wir uns einig werden. Schwester, ich habe zu tun. Herr Wolfram, das Schicksal von Wachtmeister Meier kann Ihnen doch nicht gleichgültig sein. Schwester! Geben Sie Ihrem Herzen einen Stoß. Herr Meier bereut doch seine Kündigung zutiefst. Also geben Sie ihm eine Chance. Er ist doch mit Leib und Seele Polizist. Soll ich Ihnen mal die Personalakte zeigen? Hier. Gefährdung der öffentlichen Sicherheit durch fahrlässigen Schusswaffengebrauch. Gott sei Dank hat er sich nur selber ins Knie geschossen. Was? Unerlaubtes Entfernen vom Dienst und Zweckentfremdung eines Streifenwagens. Um 20 Kästen Bier für die Faschingsfeier des Kleintierzüchtervereins nach Auinge zu bringen. Aber das ist doch gut. Ich meine, die Polizei, dein Freund und Helfer. Verunglimpfung seines direkten Vorgesetzten, nämlich mich, auf dem Polizeiball. Nein, nein, Schwester, das Fass ist randvoll. Und mit seiner Champagnerorgie im Dienst und seiner Kündigung hat er es endgültig zum Überlaufen gebracht. Herr Wolfram. Das ist mein letztes Wort, Schwester. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Wolfram, auf Wiedersehen, Schwester. Ja. Jawohl, Herr Direktor, ich komme gerade aus München zurück. Leider ohne Erfolg. Vorsicht, der Solanum jasminoides ist sehr empfindlich. Mensch, Meier, jetzt red halt noch einmal mit dem Wolfram. Krieg ihm halt ordentlich in den Arsch. Verunglimpfung eines direkten Vorgesetzten beim Polizeiball? Nein, wir waren halt alle nicht mehr so ganz nüchtern. Und der Meier, der hat ihm einen Zettel auf den Rücken geklebt. Da ist, Vorsicht, Radfahrer draufgestanden. Herr Meier. Er hat den ganzen Abend nur mit den Frauen seiner Vorgesetzten getanzt. Aber nicht mit meiner Trude. Ist ja gut. Im Augenblick kommen wir jedenfalls so nicht weiter. Ja, aber was sollen wir denn jetzt machen? So schnell gebe ich nicht auf. Und wenn ich Bischof Rossbauer persönlich aufmarschieren lassen muss. Ja, das ist doch eine super Idee. Ich überlege mir was. Sie passen derweil auf Ihren Kollegen auf, dass er keine Dummheiten macht. Hm? Jawohl. Sie sind ja immer noch hier, Meier. Ich dachte, Sie könnten nicht früh genug den Uniformrock an den Nagel hängen. Chef, er hat es doch nicht so gemeint. Ersatz aus München ist schon so gut wie unterwegs. Also räumen Sie Ihren Arbeitsplatz. Und diese Kartons sind Staatseigentum. Also, besorgen Sie sich was anderes für Ihre mickrigen Topfgewächse. Max hat eine Freundin? Ja. Und nicht erst, seit ich mit ihm nach London bin, schon vorher. Und da lässt er dich einfach mit Kind und Kegel nach London umziehen? Er hat gesagt, er wollte mit dir Schluss machen. Und dachte, wenn wir wieder zusammen sind und mit den Kindern, dann fällt ihm das leichter. Unsere Ehe war von Anfang an ein Fehler. Ich bin auch schuld, dass es schiefgegangen ist. Trotzdem, was soll ich allein in London mit Kind und... Ich gehöre doch hierher. Ja, ja. Die Liebe. Zuerst ist man im Himmel und... dann kommt das Fegefeuer. Aha. Du musst mir helfen, dass ich hier bei euch bleiben darf. Bitte, Gina. Ich habe wirklich genug von der Welt da draußen. Klar, wenn ich noch so lange da bin. Wie? Ich werde die Mutter Oberin um meine Versetzung bitten. Wie? Ich kann hier nicht bleiben. Wir haben einen neuen Kaplan. Ja, und? Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, da hat mich der Schlag getroffen. Gina. Stell dir vor, ich bin zu ihm in die Kirche und hab ihm gestanden, dass ich mich in ihn verliebt habe. Dass ich nicht weiß, was ich tun soll. Auweia.
Er hat gesagt, dass er nicht jedes Mal davonlaufen kann, wenn sich eine Frau in ihn verliebt. Und falls es mich beruhigt, er hat sich nicht in mich verliebt. Na, Gott sei Dank. Ach, Gina, mach doch nicht den gleichen Fehler wie ich. Das hat einen ganz tiefen Grund, warum wir ins Kloster wollten. So tief, dass wir ihn manchmal nicht mehr so deutlich spüren. Man wird nicht zufällig Nonne. Aber wir haben doch auch Gefühle. Gefühle, die ich vorher nicht kannte. Sicher. Aber die sind vergänglich. Und du hast mir doch immer gesagt, man soll nicht alles aufgeben, nur wegen irgendeinem Mann. Ich glaube, da kommt jemand. Gina! Ist er das? Der sieht aber gut aus. Ich bin der Gerd. Und du bist so jung und schon im Kloster? Ja. Lisa! Herr Kaplan! Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Sie sind sicher wegen Gina gekommen. Ja, kann ich Sie sprechen? Nein. Also, es geht ihr schon viel besser, aber sie liegt immer noch im Bett. Und Schwester Hanna? Die liegt nicht im Bett. Sie ist auch nicht im Haus? Nein. Aber sie müsste jeden Augenblick zurück sein. Na, wer sagt's denn? Da ist sie schon. Herr Kaplan! Das trifft sich gut. Ich wollte Sie sowieso sprechen. Guten Tag. Guten Tag. Lassen Sie uns doch in die Kapelle gehen, ja? Ja, gerne. Hat Gina Sie in unsere, ich meine, in Ihre Problematik eingeweiht? Eben nicht. Aber bei Ihnen kann ich mir schon vorstellen, dass sie, sagen wir mal, emotional ins Schleudern kommt. Es ist wie ein Fluchschwester, der mich verfolgt, seit ich aus dem Seminar raus bin. Erst in Bamberg. Da hat unsere Organistin versucht, sich mit Schlaftabletten das Leben zu nehmen. Dann in Trier hat ein Mädchen behauptet, ich hätte sie unzüchtig angefasst. Woraufhin ich in den Schuldienst gewechselt bin, weil ich dachte, dort ist es besser. Und prompt verliebt sich die Englischlehrerin in mich und will sich scheiden lassen. Und jetzt Gina? Können Sie ihr nicht eine andere Aufgabe zuteilen, in Ihrem Klosterladen oder im Kindergarten? Schon, aber kaum gegen Ihren Willen. Das müsste dann schon die Mutteroberin entscheiden. Ex-Kathedra, sozusagen. Aber ich werde mit ihr reden. Vielen Dank. Das ist alles sehr schade, denn Gina ist in der Gemeinde sehr beliebt. Und sie macht das wirklich fantastisch, vor allem mit den Alten und den Kranken. Ich bin sicher, es wird sich eine Lösung finden lassen. Aber Herr Kaplan, etwas ganz anderes. Könnte es sein, dass Sie Herrn Huber angezeigt haben wegen seiner Schwarzarbeiterpraktiken? Nein. Allerdings habe ich vergangenen Sonntag das Gleichnis des heiligen Lazarus zum Anlass genommen, gewisse Herzlosigkeiten in unserer Gesellschaft zu geißeln und die Profitgier. Und haben dabei den Namen Huber verwandt? Das nicht. Aber dass gewisse Baufirmen polnische Mitmenschen ausbeuten. Warum? Die Steuerfahndung ist bei Huber angerückt und Herr Wöller hat mich im Verdacht. Aber ich werde das nachher in der Gemeinderatssitzung klarstellen. Sieht wirklich nett aus. Barbara. Schwester Hanna. Und übrigens, so umwerfend finde ich deinen Kaplan nun auch wieder nicht. Der sieht aus wie ein Model für Sutan. Ich bin eben Italienerin und anscheinend ist das mein Typ Mann. Komm. Stellst du mich Schwester Hanna vor? Erst wenn der weg ist. Hallo. Wer bist du? Ich bin Schwester Lisa und du? Ich bin Schwester Hanna. Ein Drama jagt das andere. Sie sollen sofort Wachtmeister Meier anrufen. Was ist denn mit dem Mann los? Der ist ja völlig durch den Wind. Welcher Meier? Na, der Polizist. Na, endlich. Sie müssen dringend den Herrn Huber anrufen. Ich muss gar nichts, Fräulein.
Schauen Sie sich das an. Das ist mein Stammbaum. Der geht zurück bis ins 13. Jahrhundert. Und was lesen Sie da? Gottlieb Graf von Hohenwöllern. Graf? Nicht so ein dahergelaufener Freiherr. Und was lesen Sie ganz unten? Wöller Wolfgang. Wo haben Sie das her? Aus dem Internet. Hat mich 300 Euro gekostet, aber das ist es auch wert. Sagen Sie, haben Sie den Herrn Pfister angerufen vom Stadtarchiv, dass er hier antanzen soll? Der sitzt schon mit zusammengeschlagenen Haken in Ihrem Büro. Aber was mache ich mit dem Herrn Huber? Der ruft ja alle 5 Minuten an. Gar nichts. Das ist ein Bürgerlicher. Herr Pfister, und sind wir fündig geworden? Ja. Was ist da? Gottlieb Graf von Hohenwöllern. Landesfürst Friedrich hat ihm die Burg Hohenwöllern zum Lehen gegeben. Sie wurde in den Bauernkriegen belagert, erobert und leider geschleift. Heute stehen nur noch ein paar Mauern und der eingefallene Turm. Gespenstisch. Der sieht aus wie ich. Die hohe Stirn, diese edle Nase und die leichte Andeutung der Wittelsbacher Unterlippe. Ich hoffe nur, dass damit die Ähnlichkeiten aufhören. Der Graf wurde nämlich gevierteilt und sein Titel wurde ihm aberkannt. Aberkannt? Wie darf ich das verstehen? Er wurde degradiert. Sie meinen bürgerlich? Und dann gevierteilt. Tut mir leid. Kommen Sie bitte. Graf von Hohenwöllern haben endlos Zeit. Herr Pfister, wirklich eine gute Arbeit. Und die Sache mit der Aberkennung. Da forschen wir noch mal nach. Machen wir. Grüß Gott. Guten Tag. Von Hohenwöllern? Graf? Ja. Ja, Sie können sich schon wieder verabschieden. Ich muss nämlich zur Gemeinderatssitzung. Nur ganz kurz. Es geht noch mal um Wachtmeister Meier. Frau Labern meinte, dass Sie und dieser Herr Wolfram dicke Freunde sind und... Und das Thema hatten wir schon. Haben Sie keine anderen Sorgen? Zum Beispiel, wo Sie Ihre Zelte aufschlagen und Ihre Truppe, wenn ich jetzt gleich die Abstimmung gewinne? Ach, da mache ich mir weniger Sorgen. Ich werde den Damen und Herren ein neues Konzept für die gemeinnützige Nutzung des Klosters vortragen. Sie? Mhm. Jetzt? Mhm. In der Sitzung? Ja. Haben Sie sie noch alle? Ja. Ihr Oppositionsführer hat mich ausdrücklich eingeladen. Hat er? Ja. Kleinen Moment. Wie jetzt? Das wäre noch schöner. Das können Sie doch nicht machen. Die Dame bleibt da drin bis nach der Sitzung. Herr Wöller! Das wäre noch schöner. Frau Lara! Schwester, ich habe noch einen Zweitschlüssel im Handschuhfach. Oder ist er zu Hause? Mein Gott, kapiert doch. Der Wöller hat keine Ahnung, was er mit dem Kloster anfangen soll. Und 3 Millionen, das heißt 2, eine legt ja der Herr Huber drauf, nur um seine Privatfehde mit der Schwester Oberin zu finanzieren. Das ist doch bescheuert. Dass ich das erleben darf, alle so gemütlich und friedlich beisammen, ja, ich glaube, damit dürfte einer schnellen Einigung in Sachen Ankauf des Klosters nichts mehr im Wege stehen. Außer der bekannte Dickschädel eines gewissen Oppositionsführers. Sei bloß vorsichtig, ja? Der diesmal sich hinter den schwarzen Röcken der Nonnen verstecken will, weil er selber sein Schwarzpulver verschossen hat. So. Ich habe Schwester Hanna lediglich gebeten, ihre Vorstellung in die Diskussion einzubringen, bevor du zigtausende für ein Gutachten zum Fenster rausschmeißt. Wo ist die überhaupt? Ja, wir sind hier nicht in Rom, also haben Nonnen auch hier nichts verloren. Aber lassen wir das. Ich würde sagen, wir stimmen gleich ab. Moment, Moment, nicht so schnell, ja? Ja. Entschuldigung. Ja, Moment, aber das ist hier eine geschlossene Sitzung, Schwester. Das bestimmst nicht du. Ja, wer denn sonst, wenn nicht ich? Hör auf, hier den großen Diktator zu spielen. Bitte, Schwester. Ach, kommen Sie. Danke. Kommen Sie. Jetzt macht Platz hier. Bitte, danke. Schwester. Guten Tag. Soll ich gleich loslegen? Ja, bitte, Schwester. Dankeschön. Also, ich war heute früh... Auf einer Bergtour. Nein, in der bayerischen Landeshauptstadt und habe mein Konzept sowohl von der Mutter Oberin als auch von seiner Exzellenz Bischof Roßbauer absegnen lassen. Nur das vorneweg, nicht, dass Sie denken, ich mache das hier nur so als mein Hobby. Da kommen Sie endlich zur Sache, Schwester. Nur Geduld, Herr Bürgermeister.
Ein Kloster, wie das Kloster Kaltental, ist mehr als nur eine Immobilie. Seit Hunderten von Jahren ist es für die Bürger von Kaltental ein Zufluchtsort und oft die letzte Anlaufstelle für die sozial Schwächeren und Notleidenden der Gemeinde. Und was sich all die Jahre als liebe Gewohnheit und eher spontan abgespielt hat, möchten wir gern etwas besser organisieren und ganz offiziell anbieten. Da wäre als erstes eine Beratungsstelle für Menschen, die aus diversen Gründen durch die Maschen der Krankenversicherung gefallen sind. Und unsere Schwester Felicitas ist eine voll ausgebildete Krankenschwester mit über 40 Jahren Berufserfahrung. Sie kann die medizinische Grundversorgung übernehmen und bei Bedarf die Patienten an Ärzte weiter überweisen, die freiwillig an unserem Programm teilnehmen. Ärzte? Ja. Für umsonst? Mhm. Dass ich nicht lache. Wir werden ja sehen. Mhm. Ja, und zweitens werde ich ein Programm für Jugendliche aus Problemfamilien initiieren, für Musik, Gesang und Tanz. Sie meinen Ringelpiez zum Anfassen für kriminelle Jugendliche? Ach, Wolfgang, bitte. Dankeschön. Drittens werden wir unsere Seminartätigkeit wieder stärker ausbauen, um die entstehenden Kosten aufzufangen und um der Gemeinde keine weiteren finanziellen Belastungen zu verursachen. Ja, das war's. Ja, Gott sei Dank. Dachte schon, es würde länger dauern als die Bergpredigt und Sie würden hier Fischstäbchen verteilen mit trockenem Brot. Charakterloser, hinterhältiger Wicht. Ja, aber was soll das? Sag mal, hast du sie noch alle? Du hast mich bei der Steuerfahndung verpfiffen. Ich? Ja, du. Jetzt lüg ja nicht. Gestern Abend im Ochsen, die Erika hat alles gesehen. Den ganzen Abend hast du zusammen mit diesem Feuchtwanger vom Finanzamt gesoffen. Ja, wir haben Mensch ärger dich nicht gespielt, ein Gläschen Bier getrunken. Na und? Ja. Also die Millionen für den Ankauf, die könnt ihr euch in die Haare schmieren. Die brauche ich jetzt selber, um die Steuern nachzuzahlen. Und bedanken könnt ihr euch bei eurem Bürgermeister dafür. Hermann, Menschenskind, als ob ich einen Freund verpfeifen würde. Tja, vielleicht überlegen Sie sich das Ganze ja nochmal. Auf Wiedersehen. Hermann, ich war's nicht, ich schwör's dir. Ich habe kein Sterbenswörtchen zu diesem Feuchtwanger gesagt. Heb dir deine heißen Schwüre für Feuchtwanger auf. Der wird nämlich demnächst bei dir das ganze Haus auf den Kopf stellen. Hermann! Lassen Sie ihn! Ich glaube, ich weiß, warum die Steuerfahndung bei Hubert zugeschlagen hat. Warum? Ist dieser Feuchtwanger katholisch? Jedenfalls rennt er jeden Sonntag in die Kirche. Na, dann ist alles klar. Moment, Sie wissen, wer Hubert angezeigt hat? Nicht angezeigt. Ich weiß, wie er auf Huber gekommen ist, ja. Wie? Das muss ich wissen, weil sonst schickt der Huber mir die Steuerfahndung auf den Hals. Ich sag's Ihnen. Ja. Wenn Sie Ihren Polizeispezi Wolfram weichgeklopft haben und der Wachtmeister Meier wieder einstellt. Schwester. Mein Gott, Herr Wöller, damit bricht Ihnen doch kein Zacken aus der Krone. Oder wollen Sie wirklich am Unglück eines Menschen schuld sein? Wer will das schon? Ja. Heutzutage auf der Straße stehen, ohne Arbeit, ist ja schrecklich. Und geben Sie es zu, würde Wachtmeister Meier nicht auf Sie aufpassen, wären Sie längst Ihren Führerschein los. Hm? War ich schon mal los. 3 Monate lang. Und einmal dürfen Sie raten, wer mir weggenommen hat. Na gut. Dann werden Sie eben nie erfahren, wem Huber den Besuch der Steuerfahndung verdankt. Also gut. Danke. Im Moment, wer war's denn? Sag ich Ihnen später. Nonnen. 4, 5 und 6. Damit ist der Antrag mit 7-6 Stimmen bei 2 Enthaltungen abgeschmettert. Wie bitte? Das Kloster bleibt vorerst im Besitz der Nonnen, bis eine bessere Lösung gefunden worden ist und der Herr Bürgermeister die fehlende Million aufgetrieben hat. Mhm. Wisst ihr, was ihr dem Bürgermeister könnt? Was? Genau das. Oh mein Gott, Hanna, halb nackt. Das ist ein Trikot, wie es Tänzerinnen tragen. Meinst du? Ja. Trotzdem, sie ist halb nackt. Einfach! Ist das alles? Das geht doch so. So gefällt mir das schon viel besser. Siehst du? Wie geht das?
Tada! Ich bin wieder Wachtmeister Meier. Ach so, ja. Der Herr Wöller hat den Wolfram so in die Mangel genommen, der hätte hinterher locker zusammengefaltet in eine Streichholzschachtel gepasst. Na sehen Sie, was habe ich gesagt? Ich bin zwar nicht katholisch, aber ich möchte gern ein bisschen was spenden. Kerzen zum Beispiel. Meier, meine Kids da drin bräuchten dringend Steppschuhe. Noch besser. Ja? Ja. Aber irgendwas ist an Ihnen anders heute. Ach so? Nicht? Entschuldigen Sie mich, die Kinder warten. Sie haben vielleicht Nerven. Mit Blaulichten, Tatütata durch die Stadt. Ja, mein Gott. Sammeln Sie wieder Minuspunkte für Ihre Personalakte. Wo ist diese Kamikaze-Schwester? Immer der Musik nach. Aber heute ist irgendwas anders an ihr. Keine Kommentare, bitte. Heiliger Strohsack. Boah, ey. Weiß Ihre Mutter Oberin, wie Sie hier rumlaufen? Herr Wöller, bitte. Ja, schon gut, schon gut. Also, der Meier hat seinen Job wieder, gut. Obwohl sich seine Personalakte liest wie ein Kriminalroman. Und ich möchte jetzt von Ihnen wissen, wer hat Huber verpfiffen? Das wollen Sie wirklich wissen? Ja. Na gut, also, Herr Feuchtwanger hat die Predigt von Kaplan Meinrad letzten Sonntag wohl zu genau verstanden. Ja, wie darf ich das verstehen? Der Kaplan hat das Gleichnis vom heiligen Lazarus auf die heutige Zeit bezogen. Und? Und gewisse Praktiken in der Bauwirtschaft an den Pranger gestellt. Das darf doch nicht wahr sein. Sie waren es nicht, ja? Ich war es nicht. Ja. Das ist die einzige Erklärung. Herr Feuchtwanger hat eins und eins zusammengezählt und hat sich Ihren Freund Huber vorgeknöpft. So, und jetzt muss ich wieder hinein. Moment. Das müssen Sie dem Huber erklären. Weil von mir nimmt das nicht an. Herr Wöller. Ja, Sie haben mich im Gemeinderat ganz schön über den Tisch gezogen. Das war nicht die feine Art. Also, das ist das Mindeste, was ich von Ihnen erwarten kann. Erwarten? Wie wär's mit bitten? Oder kommt das in Ihrem Vokabular nicht vor? Bitte? Na also, geht doch!